Wieder da. Wieder da, wieder da, wieder da. Mein Liebster kam nach Hause und den musste ich begrüßen. Eigentlich habe ich ein bisschen geärgert. Man kennt es, man kennt es, man kennt es. Liebe Grüße an den Shadow. Ist hier jemand? Du bist deprimiert, weißt du das? Du brauchst mehr Sonne. Ich hätte mal fast einen Arm an eine Maschine verloren. Jetzt holen sie uns das Sonnenreich zurück. Ich wollte das nicht merken. Die waren mitten in einer Unterhaltung. Aber der stille Schlag ist halt so richtig still. Wer liegt hier? Irgendeiner, nichts passiert. Chill die Basis, keiner da. Man sich echt gut verstecken. Da war echt einige unterwegs, ne? So voll die ganze Zeit. Ich glaube, ich verplemper einfach mal mehr dieser Fallen. Oh. Oh, das ist sehr schlecht. Aha. Jetzt wurde ich entdeckt. Oh lol, ich habe zwei getroffen. Wo einer ist. Huch! Oh, Lodi! Hi! Oh, BB, wie geht es dir? Lange ist es her. Alles gut bei dir. Ich bin gerade mitten in einem Fight, also wundere dich nicht, wenn ich ein bisschen brauche zu lesen. Ich meine, ich brauche generell ein bisschen, um zu lesen, aber jetzt nochmal ein Stück mehr. Oh Mann. Und hi, wie geht es dir? Und danke für deinen Support. Mein Spaß, ich möchte mich bedanken. Wie lieb ist das denn? Ich komme nicht geschossen oder gelassen. Danke zu sagen, oh du Panzer. Dankeschön. Warte, waren da Menschen? Nee. Ich hab sie einfach so rum, so dü-dü-dü-dü-dü. Ich hab alle getötet, aber dü-dü-dü-dü-dü. Denn ich bin in der Looting-Phase und ich lude, lude, lude. Mir geht es soweit gut. Danke der Nachfrage. Muss leider auch schon direkt wieder los. Dachte, ich mache mal was für mein Geld und Trigger. Subnachricht. Good luck with the fight. Fight, Zebra-Promi. Oh, schade, dass du schon gehen musst. Schade, schade. Aber schön, dass du vorbeigeguckt hast. Ich hoffe bald wieder. Huh!
Und Zebra mehr als ich jetzt noch, weil ich im Fernsehen war mit dem Einkrams. Oh mein Gott. Im Fernsehen. Und ich bin so hart überfordert, ich weiß nicht, wo ich lang muss. Hallo? In der Weg? Ach, da oben vielleicht? Oh, da ist hier ganz viel zum Looten. Oh, ist hier richtig viel zum Looten. Say no more, ich muss nach da oben. Wenn die Zeit ist, dann laufe ich bestimmt mal wieder vorbei. Okay, ja, wie es zeitlich passt. Darf man fragen, was du jetzt mittlerweile machst? Oh, da ist noch ein Gegner. Ich möchte da gerne hoch. Ganz hoch muss ich irgendwie. Nicht hier rüber? Nein. Aber hier. Ah ja, hier. Sieht doch sowas von aus wie. Ja. Nein, doch. In Jump'n'Runny wollte ich sagen. Ja, ja, das ist die Music Drive. Genau. Ich bin keinen Deutschlauer. Ich weiß immer noch nicht, wie ich nach da oben komme. Es ist so dunkel einfach. Schon mal nicht hier rüber. Oh je. Oh je, oh je, oh je. Ah! Hatte deinen Blog gelesen. Oh! Okay. Ja, okay. Ja, krass, okay. Ja, dann weißt du schon über alles Bescheid. Mir ist nichts passiert, außer ein Konzert jetzt am Freitag. Das war's. Ich bin gespannt. Was machst du denn mittlerweile? Irgendwas Schönes gefunden? Während ich hier gerade versuche, wie so eine Verrückte nach da oben zu klettern, was eindeutig nicht der Weg ist. Das ist eindeutig falsch hier. Kann das nicht mal ein bisschen besser ausgeschildert sein? Ich drück mal M. Kann ich denn her? Hier muss ich hin. Oh ja, okay. Dann bin ich hier wirklich falsch. Ich dachte schon, ich müsste mich da hochquälen. Geh dann irgendwo? Gar nicht. Hier lang. Hä? Macht doch gar keinen Sinn. Da oben vielleicht. Nee, da kam ich her, oder? Nee, kam ich nicht her. Meistens stecke ich tatsächlich in die eigene Firma rein. Und nebenher studiere ich jetzt Medieninformatik. Oh, crazy. Die Richtung dann ja auch zur Firma passt. Das ist auch schon größtenteils. Ey, das ist so ein Träumchen. Läuft gut? Macht Spaß? Schon wieder Angst im Kreis zu laufen. Ich glaube, ich laufe im Kreis, oder? Nee. Ich glaube, ich laufe im Kreis. Oder zurück oder so. Ich laufe ernsthaft zurück. Oder? Quests. Oh ja, ich bin richtig falsch. Oder? Muss ich hier hin? Okay, ich weiß gar nichts mehr. Ich habe mich so verlaufen. Guck jetzt einfach mal. Ich glaube, ich bin ernsthaft im Kreis gelaufen. Nee. Schießt da auf mich! Oh, das sind ja schon viele. Ich
geht ja gar nicht kaputt. Ach so, Arme Feuer. Oh, da ist noch einer. Oh, das wird knapp. Studium läuft zumindest notentechnisch gut. Spaß macht es mir nicht so viel wie Jura, aber das ganze rechtliche Gedöns habe ich ja genug auf der Arbeit. Da wir mittlerweile auch genug Kapital haben, müssen wir auch nicht noch nebenher arbeiten oder Kredit aufnehmen. Von daher kann er wirklich mich nicht beklagen. Aber das klingt doch super. Träumchen, das freut mich wirklich von Herzen für dich. Nice. Dann sind die Daumen weiterhin gedrückt. Chaka. Ihr schafft das schon. Wenn ihr einen krassen Fotografen braucht, weiß Bescheid, wo man sich melden muss, ne? Aber das war nur ein Scherzchen, keine Sorge. Mal sehen, was ihm solche Angst macht. Dann wollen wir mal ein bisschen hacken. Sehr schön. Mehr Maschinen, die ich überbrücken kann. Ach, warte, das war's schon? Was hast du getan? Verteidige den Kern. Wie verteidige den Kern? Hey, ist neu. Oh je. Ich mach hier mal kurz einen Putzschiff. So. Ups! Gut, okay. Ich hab hier noch eine. Oh je. Oh je, ich hör's. Oh je, was ist das denn? Komm schon, komm schon, komm schon. Wie keine Munition. Oh je. Verteidige den Kern oder verteidige mein Leben? Ist noch einer da? Mal den hier lieber. Oje. Oje. Da. Der lebt ja noch. Ja gut, damit habe ich nicht gerechnet. Komm schon. Träumchen. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Nicht drauf geachtet. Ich muss nicht mich, ach nicht den Kern verteidigen, sondern mein Leben, Mann. Nochmal alles geben! Da, hol ich mir nochmal die nächste Waffe. Da. Wo ist noch einer? Hat jemand noch ein Problem mit mir? Ha? 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 Okay, nein, ich glaube nicht, dass ich wie ein Psycho wirke, aber also, das täuscht. Ganz normaler, wie ein ganz normaler Mensch wirklich, oder? Ich weiß, deswegen lieben mich die Leute auch so. ich möchte in 5 Jahren nochmal, was Stand jetzt der Zeitplan ist, das Projekt öffentlich zugänglich zu machen. Okay, ich habe nur echt einen Scherz gemacht. Weil ich weiß gar nicht, ob das als GmbH mit teils öffentlichen Geldern dann so einfach möglich ist oder ob nicht öffentlich ausgeschrieben werden muss. Aber ich weiß, wie viele Fotografen, Models, Videografen, Singer, Songwriter und Gamer so gibt. Bewusst wie ausschreiben. Ach so. Ja. Du, das war auch nur ein Scherz. Das war wirklich nur ein Scherz. Das wird zu schwer. So. Erstmal ganz viel wieder herstellen. Einfach dauerhaft voll. Einfach übel.
Einfach nichts nehmen. Was zappelt denn da so? Auch noch Lohn. Grabungsschlüssel. Echt, ich habe keinen Platz mehr für einen Grabungsschlüssel. Muss irgendwas loswerden, glaube ich. Scheiße. Was mache ich denn kaputt? Was brauche ich denn nicht mehr? Ich mache gerade bestimmt den größten Fehler. Was habe ich denn hier? Teilgefäß. Ich bin so voll. Es tut mir leid. Immerhin bin ich jetzt ein Rich Bitch. Okay, das sollte jetzt erstmal. Ich kann den immer noch nicht nehmen. Hallo, ich habe Platz geräumt. Oder habe ich den schon? Dann halt nicht. Was für ein Fund. Du lootest einfach zu viel. Ja, aber wirklich. Und ich will die ganzen Sachen nicht hier liegen lassen. Aber ich weiß nicht, warum ich den Grabungsschlüssel nicht nehmen kann. Ich habe so ein bisschen Angst, dass ich den jetzt... Also, dass ich jetzt gleich nicht mehr rauskomme aus der Scheiße hier. Das wäre schlecht. Oh, ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. Ja, aber wirklich. Ach, guck mal, noch so ein Grabungsschlüssel. Ich glaube einfach, ich kann ihn nur einmal im Inventar haben oder so. Hallo? Hallo. Ich glaube, ich jetzt einfach mal auf zu looten. Sagte sie und lootete weiter. Es gibt hier einfach so viel. Das ist doch wohl ein Scherz. Ich habe keinen Platz mehr. Kann ich hier nochmal überbrücken? Nee, ne? Bin ich fertig? Nein, Ausgang. Okay, Denke mal hier hoch einfach. Nein? Auch nichts zum Hochdingsen. So, ich bin immer aber am Bett, Wecker klingelt um 4. Oh Gott. Gute Nacht und schlaf schön. Und träum was Süßes. Und schön, dass du wieder vorbeigeguckt hast. Ja, ich glaube, ich habe den Schlüssel schon. Aber was ist besser als ein Schlüssel? Drei Schlüssel. Dachte ich. Wie komme ich hier aus der Scheiße wieder raus? Aus der Scheiße wieder raus? Aus der Scheiße wieder raus. Ich möchte aussprechen aus dem Bärenhaus. Wie komme ich aus der Scheiße wieder raus? Ich möchte gehen. Eigentlich auch mit den Dingern. So ein richtig krasser Jump-and-Run-Parcours wird das jetzt so. Nein, wird es nicht. Ich weiß nicht, wie ich hier raus. Komm, au, 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 war falsch. Ich weiß nicht, wie ich hier rauskomme. Nein, Ausgang. Ach, guck mal, ich habe den Weg gefunden. Es ist wirklich ein Parcours, aber ein weitaus leichterer, als ich dachte. Die, 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 heps. Die, heps. Du, du, du. Heps. Heps, heps. Nicht hier reingekommen eigentlich? Nee, ne? Nee. Di, di, di. Vielleicht bin ich hier doch reingekommen. Was ist das? Nein. Hey! Ah! Hey, wieso werden die denn jetzt gerade gemurkst? Pirscher. Und noch einer.
Also ich höre was. Ich sehe es nicht. Ah. Oh, schade. Warte, Pirscher sind die Schlechten. Oh je. Weiß, dass sie mich gesehen haben, aber ich weiß nicht, wo die sind. Nein, Ausgang. Da ist einer. Direkt noch einen hinterher. Zwei. Mal eins. War das der? Oder ist da noch einer? Okay. Okay. Geschafft. Das ist einfach nur so eine Warngranate. Ich dachte schon, das ist eine Tötungsgranate. Ich glaube, ich habe den Ausgang gefunden. Ah, sweet. Caroline. Ja, das sieht doch mal richtig cool aus, oder? Ach, lol, das ist so ein Langhals. Kann ich erkannt. Das ist. Oh Gott. Nicht die. Es ist die. Okay. Bisschen aufpassen. Mensch sogar. Ach, der hat sich versteckt. Ah. Aber geht doch eigentlich ganz klar. Piep, piep, piep. Bewachsen er schon ist. Das brauche ich später noch. Piep, piep. Ist garantiert noch einer. Höre auf jeden Fall ein. Ah, ich sehe ihn jetzt auch. Hol mal, Sir. Oh, hallihallo. Oh je. Hallihallo, Manke. Na du. Hi. Oh, was ist das denn? Weg. Ah, guck mal, die greifen den jetzt auch an. Guck mal, dann kann ich ja hier ein bisschen chillen und zugucken, ne? Wie? Da muss noch einer sein. Da ist ja direkt einer. Okay, okay, okay. Okay, damit habe ich absolut nicht gerechnet.
bereit. Ein Träumchen. Der Dreifachschuss, der ist genial, wirklich. Oh, der regelt. Und alles Lode auf dem Boot. Naja, ist auf jeden Fall alles Lode im Boot. ja, alles feini. Heute war endlich wieder mal so ein richtig schön produktiver Tag für mich. Ich habe ganz, ganz viel geschafft. So. Ich bin im Moment dabei, ein Fotoprojekt zu machen tatsächlich. Und das wird so eine Art Dark Fairy, müsst ihr euch das vorstellen. Und dann habe ich heute angefangen, die Wings zu machen. Also die, ich habe irgendwie so ein Denglisch drauf aktuell. Ich weiß auch nicht. Ich hoffe, das ist so eine Phase. Ich hoffe, das ist so eine Phase. Ah, oh, lol. Keine Ahnung. Da. Okay. Das ist irgendwie so schön. Also ich meine, ich habe die ganzen Tage nicht so viel geschafft, weil ich musste mich viel um Sachen kümmern, aber... Aber heute war so endlich mal wieder so ein produktiver Tag und das fühlte sich so an, yeah, endlich macht die Dame mal was. Kennt ihr das? Mein Monkel schreibt dann, ich bin platt, geht bald ab ins Bett. Und bei dir alles okay? Man könnte sogar sagen, alles im Buddha auf dem Kudder. Das stimmt. Das stimmt. Ich geh da mal drauf. Ein kleines Feuerwerk. So viel zum Thema leichtes Gepäck. Ich glaube, das war's. Weil ich mache mir so ein bisschen Gedanken mit den Blitzen hier. Ich habe so ein bisschen Angst, dass das Schaden macht. Der wahrscheinlich tut das gleich weh. Bitte lass das nur Optik sein. Ah, es ist eine Optik. Hä? Ah. Nee. Hä? So kann ich das nicht blitzeln. Hallo? Ich würde das gerne blitzeln. Hallo? Soll man wohl nicht. Eigentlich kurz ein bisschen chillen hier, wenn die sich gegenseitig mucksen. Habe ich ja gerade ein bisschen Urlaub. Na dann genieß mal deine Mod-Freizeit. Hast sicher schon Schwelen an den Händen vom Mod-Hammer-Schwingen. Bist du? Oh. Aber die sind wirklich gerade mega busy. Ach, das ging heute noch an Spitzendienstagen. War nicht bis zu 5 Streamer gleichzeitig. Was? Ach du Scheiße. Ich habe tatsächlich irgendwie nie böse Leute hier. Ganz froh eigentlich. Ganz, ganz selten mal. Aber wirklich ganz selten. Aha. Alle Kundendinge sind 3. Ah. Oh, es ist so schön, wieder looten zu können. Ehrlich. Und da habe ich so viel kaputt gemacht. Ja, mir zu stressig. Mir tatsächlich auch.
Ich hab da auch Glück. Die Streams normalerweise auch ganz flauschig. Okay, schön. Ich hab schon zu viel dabei. Das zum Thema. Es ist schön, dass ich wieder looten kann. Ich bin schon wieder voll. Das ist ja mal krass. Nein, aber jetzt kann ich mir endlich meinen krassen neuen Stab holen, ne? Den lila, ne? Und ich finde endlich einen Weg nach draußen. Finally. Komm schon, Rüder! Oh lol. Ich wollte eigentlich das hier haben. Freundchen. Da geht's sogar auch lang. Und was kann ich jetzt alles? Blau habe ich Pirscher, Behemoth, Eisprobücken, Feuerbrücken. Ah, also kann ich da unten alles quasi singen. Na, Träumchen. Ups. Eigentlich gucke ich, glaube ich, einfach nur hier zu. Die schaffen das schon ohne mich. Die schaffen das schon ohne mich. Ich bin gar nicht da. Bye bye. So, erstmal aufgeräumt hier. Denn jetzt kann ich wieder looten. Das ist doch ein absoluter Kreislauf einfach, oder? Absolut kein Platz dafür. Ein Kreislauf. Ich meine, ich möchte die gar nicht alle töten, aber die wollen mich töten. Und dann ist das natürlich Notwehr und so weiter und man möchte ja auch nicht alle Sachen verkommen lassen. Und ich gebe mir echt immer Mühe, dass wenigstens ein paar nette Leute überleben, aber irgendwie sind die nicht nett. Ich weiß nicht. Ich meine, irgendwann stehe ich vom jüngsten Gericht. Und dann ist da Gott oder Götter oder wer auch immer da ist. Und die fragen, hey, warst du ein guter Mensch? Doch ja, ich war ein guter Mensch. Und dann gucken die meine Spielestatistik an und sagen, holy moly, hast du viel getötet. Du kommst jetzt in die Hölle. Buff. Okay, cool. Shit. Steht ihr? Einfach der Standard. Du konzentrierst dich auf die Streams, wo wenige Mods sind oder du der Einzige wirst. Okay, aber ganz ehrlich, also no offense an die anderen Leute, aber ganz ehrlich, ich habe nicht so viele Troller hier. Also ich meine, je nach Spiel habe ich natürlich auch mehr Zuschauer oder weniger Zuschauer da und so weiter, aber auch wenn ich viel Zuschauer habe, ich habe so selten Troller da. Und ich frage mich, warum? Also why? Ich meine, es ist selten, dass mal jemand gebannt wird. Die meisten kriegen Timeout und das war's, ne? Aber auch nicht viele. Also hier ist es eigentlich immer ziemlich chillig, möchte ich mal kurz sagen. Warte, oh, ich schaff das gerade nicht hier. Macht ja Sinn. Und bei dem einen oder anderen Streamer, bei dem ich dich... Oh Gott, ich kann nicht lesen. Was kenne, hast du ja auch eine ganz gute Community, wo nicht so viel zu tun hast, oder? Genau, it's the circle of loot. So geht's mir genauso. Hallo Freier erstmal. Ich weiß nicht. Gibt einfach keine netten Menschen mehr. Das stimmt nicht, das stimmt nicht. Ciao. Ciao di Vallo bei mir. Was? Ich komme in die Hölle. Achso, ja, stimmt. Vallo ist da tatsächlich relativ ähnlich. Genau, du hast ja auch ziemlich viele da ermordet. Ja, so recht, Freier. Aber hey, dann sind wir wenigstens zusammen in der Hölle. Wenn das Kriterium ist, bist du in der Hölle in guter Gesellschaft. Oh yeah! Das stimmt. Hi.
Willst du mir Trolle? Soll ich trolliger sein? Nein, 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 das ist schon okay, so wie es hier ist. Ich finde es einfach nur witzig. Ich bin gesegnet mit anscheinend nicht so vielen schlechten Leuten. Keine Ahnung. Also ich möchte jetzt das natürlich nicht provozieren, weil natürlich kommen dann ganz viele rein. Aber ich bin ganz froh, wie es ist einfach. Also nette Leute sind hier. Kein Platz. Darum ist es ja auch so schön hier. Das ist lieb von dir, Dopster. Na, dann kommen die bösen Mods. Also pass auf. Das stimmt, ey. Freie einmal ihre Modrolle hier. Upsa. Nein. Hallo? Ah, danke schön. Das stimmt. Wir waren in die Runden. Wir waren in die Runden. Weil ich glaube, bei dir meinen ersten Timeout bekommen habe. Wegen meinem Nightbot oder weswegen? Echt, du hast bei mir einen Timeout bekommen, Dopsa. Wer hat Angst am bösen Mord? Niemand. Kirk, achso, ja, Kirk. Der hat das ja mal aus Spaß, glaube ich, gemacht, ne? Aber Kirk hat halt seine Rolle auch sehr, sehr, sehr ernst genommen. Ja, aus Spaß. Auch Kirk. Ja, ich erinnere mich. Ah. So. Ganz schön hart. Aber das kenne ich ja. Erstmal looten. Vor mir sollte man Angst haben. Das stimmt. Aber nur, wenn man ein schlechter Mensch ist. Fähigkeiten. Langsam weiß ich nicht mehr, was ich hier lernen soll. Wollen wir mal das hier. Das jetzt hier. Niederschlagen, okay. So, jetzt würde ich aber wirklich super gerne mal... Was ist das denn? Panorama. Haben wir hier. Ah, wieder so ein Tötungsdings da, Bumster. Ich bin der böse Mord hier. Deshalb bin ich auch immer ganz brav, wenn du da bist. Das ist gut. Nein, aber ich find's mega sweet, dass ihr da seid, wirklich. Ey, ich habe mal eine ernste Frage. Entertaine ich euch eigentlich gut als Streamer oder bin ich eher so ein bisschen langweilig? Freya, du kannst den Hammer schon mal in die Lüfte dingsen. Du weißt, bei welcher Antwort du bannen darfst. Wo bin ich denn gerade gelandet? Was ist das denn? Ich sehe den Alarm. Hoffentlich höre ich ihn nicht auch noch. Ich habe keine Angst, mir fehlen die Enzyme. Okay. Guck mal, ob ich hier schon... da lebt er noch. Okay, ich brauche wohl zwei. Na schön. Oder anscheinend mehr. Zapfen ja gar nicht. Au! Ja gut, irgendwie bekomme ich die gerade nicht von der Ferne. Ah doch. Au! Ey, irgendwas schreit hier. Was schreit denn hier so? Hä? Was schreit denn hier so zur Hölle? Ich glaube, ich habe irgendjemand angezündet, so wie es klingt. Okay. Ich bin ein kleiner Psycho, yeah. Wir alle sind keine Psychos hier. Whee! Ich dachte gerade, die stürzt in den Tod. Erstmal verstecken. Hier nicht noch einer. Ah, da. Okay. So, jetzt kann ich auch schon wieder gucken.
Ey, ich meine, du bist ein Superstar, Fernsehberühmter und einfach fantastisch. Natürlich unterhältst du uns super. Richtige Antwort, bing, bing, bing. Aber das nein, das ist irgendwie die falsche Antwort. Ich fühle mich immer so unwohl, wenn du das sagst. So als wäre ich krass, aber ich fühle mich immer wie ein Trottel. Weißt du, wie ein Pseudo. Krasser Typ, der in echt versteckt ein Trottel ist. Weißt du, was ich meine? Hierher! Oh. Stehst du? Mit dem Wissen, ein Trottel zu sein, aber mit dem schlechten Gewissen, dass andere Leute denken, man wäre cool. So. Okay. Ich hoffe, das ist verständlich. Oh mein Gott! Hallo, oh, das war jetzt meine Respektschille. Halt! Au, 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 au. Au! Ich krieg jetzt richtig auf die Fresse.